Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barcrafts. Freue mich, dass ihr wieder reinschaut und natürlich nutze ich die Gelegenheit vor Rudolf, also vor einer neuen Folge unseres Panzerschützen, immer mit euch so ein bisschen zu kommunizieren oder euch Sachen mitzuteilen, die mich bewegen. Und das ist immer der beste Weg, weil ich weiß, wie viele von euch hier immer drauf warten und naja, so erreiche ich euch halt am besten. Zwei, drei Sachen, die ich loswerden wollte. Das erste, was mich so ein bisschen umgetrieben hat, ist, ich habe mal geschaut, wie viele Leute tatsächlich Rudolf schauen und wie viele Leute davon Abonnenten sind. Also es ist eigentlich nur ein Drittel Abonnenten und der Rest schaut so. Könnt ihr auch alles gerne machen. Allerdings wisst ihr auch, wenn ihr ein Abonnent oder ein Abo da lasst, dann geht der Algorithmus höher und dann läuft das alles ein bisschen ja, besser, sage ich jetzt mal. Also wenn ihr ein Abo da lasst, würde ich mich freuen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, viele, die das ja nicht wissen, es gibt ja unter diesem Video bzw. hier in dieser Leiste auch immer dieses Glockensymbol. Wenn ihr das Glockensymbol anhakt, dann kriegt ihr in dem Moment immer, wenn was Neues kommt auf dem Kanal, und das ist ja nicht immer nur Dienstag, Donnerstag, Sonntag, sondern auch mal zwischendurch, eine Information, dass da was Neues ist. Also wenn ihr die Glocke anschaltet, dann klingelt keiner an der Haustür, dann kriegt ihr nur Bescheid, dass wenn ich was Neues hochlade, dass da was Neues ist. Das war der zweite Punkt. Und ich will das jetzt auch nicht über Gebühr strapazieren, aber, und das ist mir sehr wichtig, ganz viele von euch haben mir geschrieben, Rudolf in Buchformat. So, wir sind ja jetzt bei Folge 73. Ja, 73 kommen auch schon durcheinander. Und wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Wir sind jetzt Juli, August 43 und der Krieg geht ja bis 45. Und ihr wisst ja schon, das habe ich schon gespoilert, Rudolf überlebt den Krieg ja auch. Das muss ich ja, das ist nur kein Geheimnis. So. Und dann habe ich hin und her überlegt, wie ich das jetzt mache. Also Hörbuch ja oder ein richtiges Buch ja. Habe mich mit Leuten auch zusammengesetzt, die wirklich einen Plan haben. Selber habe ich dann auch schon ein bisschen was mit Büchern und Verlagen zu tun gehabt. Dann wollte ich die große Goldrandlösung machen mit Kartenmaterial und Fotos, die ich von euch bekomme. Also eure Fotos in diesem Buch und Hochglanz und hast du nicht gesehen. Und irgendwann habe ich das nochmal durchgerechnet und nachher kostet so ein Buch 40 Euro oder so. Also das ist mir auch viel zu viel Geld für ein Buch. Vor allen Dingen, weil es ja ein Zweiteiler werden muss, weil wenn ich jetzt das Buch mache, ich sag mal Teil 1 bis Teil 65 und dann den zweiten Teil 66 bis, ich sage jetzt mal 120 oder wie, wo wir auch immer dahin kommen, muss es ja ein Zweiteiler sein. So. Und dann habe ich mir Folgendes überlegt. Wir streichen dieses ganze Hochglanz, super, duper Fotokarten-Gedöns, weil im Endeffekt, und das habt ihr mir auch so oft schon geschrieben, ihr hört euch das an, macht die Augen zu und dann vor eurem geistigen Auge wird das Bild von Rudolf, von der ganzen Schlacht, wird ja wahr. Und wenn ich Bücher lese, mache ich das ja genauso. Ich mache natürlich nicht die Augen zu, aber ich stelle mir ja in meiner Gedankenwelt vor, wie das ausgesehen haben könnte. Deswegen habe ich mich entschlossen, ein recht einfaches Buch rauszubringen. Ich habe hier mal ein Beispiel. Das ist jetzt das Buch von der 11. Panzerdivision. Das habe ich gerade von Wolfgang zugeschickt bekommen. Auf diesem Wege nochmal vielen Dank. Und das ist ein ganz unspektakuläres Buch. Ich sag mal, kann man das hier sehen? Da sind nur Texte drin, es sind keine Fotos drin, es ist ein Einband drumrum und fertig ist die Laube. So, und so ein Buch kann man auch herstellen für, ich sag mal, unter 15 Euro. Kann ich nicht genau sagen. Ist aber sicherlich möglich, weil ja nun nicht groß Firlefanz und kein und dann auch noch Paperback und also es ist nicht so problematisch, das günstig herzustellen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, Rudolf in dieser Buchform herauszubringen. Wenn ich das jetzt umsetze, also wir sind im Hintergrund schon dabei, ich bin ja nicht alleine, muss ich ja ungefähr wissen, was soll ich denn drucken? Und ich glaube nicht, dass ich hier 50.000 Bücher drucken muss. Ich würde eine Charge erstmal, wenn es dann fertig ist, würde ich es einmal vorstellen, also ein Probedruck, und würde ich sagen, so Leute, jetzt könnt ihr bestellen und dann würde ich wahrscheinlich dann sagen, so, wir brauchen jetzt 500 Stück, 800 Stück, keine Ahnung. Aber mal so eine kurze Idee zu haben, wie viel von euch überhaupt so ein Buch nachher haben wollen, wäre das super, wenn ihr in die Kommentare von dieser Folge mal schreibt, also dieses Hashtag-Zeichen, kennt ihr ja, dieses Gitterchen, und dahinter schreibt ihr Buch. Wie euer Kommentar auch immer ist. Aber wenn ihr das damit reinschreibt, dann kann ich so ein Programm nehmen und das auswerten. Und wenn das dann 6, 7, 8, 900 Leute sind von euch, die so ein Buch tatsächlich haben wollen, wenn es dann unter 15 Euro kostet, dann kann ich schon mal kalkulieren, was ich mit der Druckerei dann regeln kann. Das ist jetzt der Plan. Ich weiß, wieder viel Gesabbel, aber im Endeffekt kam diese Frage ja von euch an mich und ich muss ja irgendwie darauf reagieren. Und das ist der Plan. Paperback ohne Fotos, günstig. Und so haben wir dann Rudolf auch irgendwann im Regal stehen.
Das ist der Plan. Also schreibt es bitte in die Kommentare, Hashtag Buch. Ich werde das mal aus und dann, wenn wir soweit sind, mache ich einen Probedruck, stelle euch das vor und dann könnt ihr richtig bestellen. So, und ich hoffe, dass wir dann unter den 15 Euro bleiben oder 10 plus Versand oder 12 plus Versand, ich weiß es nicht. Muss ich gucken, was es nachher ist. Auf jeden Fall erschwingliches Buch Teil 1 und dann machen wir Teil 2 noch. So, ich weiß, ich habe jetzt hier schon wieder 5 Minuten gesabbelt. Ihr kennt mich ja, ich habe 1000 Worte. Zwei Sachen wollte ich noch klären. Erstens, hattet ihr mich gefragt, warum ich ein Messer in der Hand hatte? Oder es war die Panzerdivision von Moskau. Also es war kein Messer, sondern ein Kugelschreiber, ja, der auf der einen Seite aussieht wie so ein Messer, also ein Plastikmesser. Also ist nur ein Kugelschreiber gewesen, also keine Panik. Und das Zweite, was wahrscheinlich wieder gefragt wird, ich habe hier wieder eine Brille auf dem Dötz. Das ist aber keine Lesebrille, sondern das ist eine Blue Light Filterbrille. Das heißt, ich sitze ja nun echt viel am PC und die benutze ich dann halt, damit meine Augen nicht drehen. Also Blue Light kann ich aber jetzt nicht tragen, weil das spiegelt immer alles. So, jetzt seid ihr gut gerüstet und jetzt hoffe ich, dass ihr noch ein bisschen Muße habt für Rudolf, denn da steigen wir jetzt ein, was der arme Rudolf jetzt durchmachen muss. Ihr wisst ja, wo wir gerade stehen und das wird nicht leichter, aber trotz alledem gehen wir jetzt an die Ostfront und schauen mal, was da passiert. Bis dahin bleibt gesund und vielen Dank. Macht's gut. Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, Juli 1943. Hektische Betriebsamkeit überall, die Division verlegt. Wir haben schon fast Ende Juli und wir haben uns bis in die Ausgangsstellung zurückgezogen. Was man so hört, wurden einige Verbände in Eiltransporten aus der Front abgezogen und sollen an die Südfront verbracht werden. Naja. Das hat sicherlich alles einen guten Grund. Ich bin noch immer bei der Küchentruppe und konnte mich doch schon nützlich machen. Es ist etwas eintönig, aber man kann es aushalten. Der Küchenbulle taut auch langsam auf und macht auch hier und da mal einen Scherz. Hier laufen auch viele, ich nenne es mal, Geschäfte unter der Hand ab, also am Leutnant vorbei. Lanzer bringen hier und da wild und anderes Getier vorbei und es wird rege getauscht. Eines kann man sagen, die Verpflegung stimmt und das macht einen doch bei der ganzen Misere schon mal sehr froh. Peter ist schon fort. Er kam aber noch bei mir vorbei und hat sich verabschiedet. Er will auf jeden Fall Kontakt halten, denn keiner weiß, wohin uns unser Weg führen wird. Eine ganze Abteilung ist nun dem Regiment genommen worden. Alles an schwerem Gerät blieb hier, Räderteile und alles Weitere ging zurück. Nun haben wir nur noch eine Abteilung am Feind, aber wenigstens sind wir materiell wieder gut dabei. Die Verlegung ist wieder mal südwärts, gibt wohl Lücken zu stopfen. Ich habe jetzt noch eine Woche Kartoffeldienst, aber wenigstens musste ich keine Ordonnanz spielen. Da konnte ich mich noch drücken, beziehungsweise mich hat der Leutnant dafür einfach nicht eingeteilt. Kann gut sein, dass Peter da noch was gedreht hat. Ich meine, die kennen sich, die beiden. Da war ich aber auch sehr froh, das wäre auch nicht meins gewesen. Alle rennen durch die Gegend und es wird verladen und zum nahegelegenen Bahnhof geschafft, was nicht niegt und nagelfest ist. Kettenteile sind in Teilen schon auf den Waggons. Der Rest folgt in kurzen Abständen. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Nach Osten wohl eher nicht. Es wird erzählt, dass der Russe sich schnell von den Kämpfen erholt und frische Verbände herangeführt hat. Wenn Schmidt noch da wäre, hätte man sicherlich einen guten Überblick. So könnte man nur noch raten, was hier los ist. Der Tag kommt und alles an Tross und Verpflegungswagen wird zusammengepackt. Eine Knochenarbeit. Aber ich denke, dass die Kameraden schon wissen, wie gut sie es hier haben. Wenig bis überhaupt kein Feindbeschuss. Die größte Bedrohung hier ist, kein Fleisch in der Suppe oder der Speck ist alle. Aber so hat jeder seine Aufgabe und ein Zahnrad greift in das andere. Abends hänge ich meinen Gedanken nach. Sicherlich sind die Kameraden um einen herum, aber wenn man seine Besatzung verliert, ist das nicht ganz so einfach. Die anderen Besatzungen verstehen das
und nehmen einen schon mal dazu, aber irgendwie ist es doch was anderes. Ich denke an Lothar mit seinem Kopfverband, der als Ersatz zu uns kam. Dann unser Frischling, der Funker, der noch mit großen Augen die ersten Gefechte mitgemacht hat. Friedel, der Ladeschütze, keiner konnte schneller laden als er. Ich habe mir mal eine Liste gemacht, wer mit mir gefahren ist und wann wer gefallen ist. Die Liste ist nicht kurz. Ich hoffe, ich kann bald wieder das machen, was ich wirklich gut kann. Im Panzer sitzen. Es geht zum Bahnhof und wir verladen die restlichen Fahrzeuge für den Weitertransport. Die gepanzerten Einheiten sind schon auf dem Weg und wir ziehen nach. 2 Tage sollen wir verlegen und dann wieder ein provisorisches Lager errichten. Angekommen und alles wieder ausladen. Wir hatten Glück und konnten in einer alten Kolchose unterziehen, die wir schnell zu einem kleinen Hauptquartier umgestalten konnten. Das muss man ja mal den Trossleuten lassen. Aus nichts zaubern die ja immer irgendwas. Und wenn die Kessel erstmal unter Feuer sind, dann gibt's auch bald was zu spachteln. Die Kampfeinheiten waren mittlerweile schon in den Angriffsbereich aufgestellt und sollten zusammen mit einer SS-Division Richtung Mius vorstoßen. Ich schnappte ein Gespräch zwischen einem Hauptmann und einem Leutnant auf. Was ich heraushörte, machte mir ernsthaft Sorgen. In diesem Angriffsbereich wurde schon ordentlich gekämpft und einige Verbände haben schon einen hohen Blutzoll gezahlt. Und trotzdem sind die nicht durchgekommen. Jetzt werfen die unsere Abteilung hinein und wenn der Ivan auf Zack ist und sich eingegraben hat, na dann Prost Mahlzeit. Wir machen im neuen Bereich einige Versorgungs- und Erkundungsfahrten. Ich konnte mich da auch mal einen Tag reinschlawinern und musste nicht in der Küche schuften. Wir sollten zu einer Nachbareinheit und mit dem LKW Konservendosen abholen. Gesagt, getan, die Straßen sind schlecht und wir haben Mühe, auf den verschlammten Wegen voranzukommen. Ich bin der Beifahrer und Fritz, ein Obergefreiter aus dem Ruhrpott, ein witziger Kerl, ist der Fahrer. Der hat immer einen guten Spruch auf der Zunge und qualmt wie ein Schlot. Der ist nun auch schon seit 41 beim Regiment und auch an der Ostfront. Mich interessierte dann doch, warum er noch Obergefreiter war. Ja, meinte er, das wäre eine lange Geschichte. Er hat wohl zu viel verschoben und das ist dann irgendwann mal aufgeflogen. Da er sich nicht dabei bereichert hat und nur an das Wohl seiner Truppe gedacht hat, gab es kein Kriegsgericht. Aber in dieser Armee wird er wohl kein General mehr, erklärte er mir grinsend. Also ein Organisationstalent, der Fritz. Wir schaukeln weiter über die Wege und machen plötzlich einen harten Schwenk in eine Nebenstraße oder eher einen Feldweg. Ich wollte dann doch noch gerne wissen, wohin die Reise gehen soll, da es nicht der Weg zum Bahnhof wäre. Noch fix was erledigen, meinte er. Wir sind doch erst 2 Tage hier, was hat er nun schon wieder vor? Wir kommen bei einer Pioniereinheit vorbei und scheinbar wurde Fritz schon erwartet. Ein paar Kisten werden abgeladen und ein paar andere aufgeladen. Ich schaue mir das in Ruhe an, sage aber erstmal nichts dazu. Dann noch ein paar undefinierbare Flaschen, die hin und her gehen und dann Abfahrt. Ich warte ab und dann erzählt er doch endlich, dass wir hier Dosenfleisch gegen Dosenobst getauscht hätten. Dazu noch ein paar Flaschen vom guten Roten für den Herrn Leutnant. So geht es hier wohl andauernd und man bessert die Verpflegung auf. Die einen haben mehr davon und wir haben eben mehr davon. So wird das Klavier gespielt. Na dann, wir kommen am Bahnhof an und werden schnell mit allerhand Zeug beladen. Frisch aus dem Reich und genug für eine ganze Kompanie. Auch hier ist der Fritz am Schieben. Ein paar Flaschen hier, ein paar Kisten da. Was ein Schlawiner. Aber ich werde einen Teufel tun und mich da mal schön nicht einmischen. Selbst die Kettenhunde am Bahnhof bekommen noch jeder eine Schachtel französische Zigaretten zugesteckt und freuen sich über die kleine Aufmerksamkeit. Ja, solche Leute muss man eben kennen, dann ist das Leben leichter. Auf der Rücktour will er dann von mir wissen, was mir passiert ist. Das wäre ja nicht die Regel, dass einer von vorne mal nach hinten kommt und Kartoffeln schält. Ich reiße nur an, was passiert ist. Und dann lasse ich es auch gut sein. Er nickt aber gleich und meint, er könnte das verstehen. Aber auch er meint, dass wir nicht den Adolf kritisieren sollten.
Das eine, was man denkt, das andere, was man sagt, da gibt's die dollsten Geschichten. Als wir zurück waren, ging es Schlag auf Schlag. Die Kompanien waren schon im Angriff und sollten wohl hier die Infanteriedivision unterstützen, die den Vorstoß der Roten Armee am Mius aufhalten sollten. Da wir einige Kilometer hinter der HKL standen, bekamen wir doch einiges mit. Die Russen hatten einen starken Minengürtel verlegt, um Flankenangriffe schon im Anmarsch zu unterbinden. Es gab viele Ausfälle und die Verfügbarkeit der Fahrzeuge wurde immer weniger. Ich hoffte doch noch bald vom Küchendienst wegzukommen, wollte nun aber nicht zu viel einfordern und entschloss mich, meine Zeit so gut wie möglich zu nutzen, um nicht aufzufallen. Es mögen dann ein paar Tage vergangen sein und wieder wurde umgeplant. Wir hatten uns gerade eingelebt und alles gut durchorganisiert. Da wurden die Kampfkompanien aus der Front gezogen und in Eiltransporten Richtung Norden geschickt. Da brannte es also auch wieder und wir packten wieder alles zusammen, um hinterherzukommen. So war nun auch der Juli zu Ende und wir fühlten uns wie die Feuerwehr, die mit nur noch einer Abteilung ständig zu den Brennpunkten der Front geschickt wurde. Ich hatte noch eine Woche im Tross und dann sollte es wieder in eine Kompanie gehen. Wir waren mal wieder auf der Straße unterwegs und verlegten Richtung Norden. Ich saß mit Fritz im LKW und wir rumpelten mit 10 Fahrzeugen durch die russische Einöde. Wir fuhren unseren Panzern hinterher, die wohl durch den schnellen Transport wieder am Feind standen oder sich in einem neuen Bereitstellungsraum sammelten. In der Ferne sahen wir schon Rauchwolken und das sah nach Ärger aus. Wir hatten noch einen SPW dabei, der gleich die Spitze übernahm und sich so weit vor uns setzte, dass wir bei einer drohenden Gefahr noch rechtzeitig Deckung finden könnten. Es war keine Bedrohung. Eine andere Trosseinheit war in einen Luftangriff geraten. Teilweise noch bespannt, haben die den vollen Segen der Russenflieger abbekommen. Wir stoppten und machten uns daran, nach den Kameraden zu sehen. Wir zählten 28 Tote und 12 Verwundete. Alle Pferde tot oder dem Tode nahe. Wir halfen so gut wir konnten und versuchten auch so viel wie möglich von dem Verpflegungsgut zu retten. Aber die Verwundeten hatten Priorität und so machten wir Platz für die Kameraden. Wir hatten noch 5 oder 6 Stunden Fahrt vor uns. Wir ließen eine kleine Wachgruppe zurück und würden am nächsten Tag den Rest holen. Als wir am nächsten größeren festen Punkt eines Infanterieregiments ankamen, meldeten wir, was passiert war. Wir brachten die Verwundeten ins Lazarett und übergaben einen Teil der Verpflegung an die Trossleute dort. Wir wollten auch gleich am nächsten Morgen zurück und die anderen Kameraden nachholen. Ich meldete mich freiwillig und fuhr gleich am Morgen mit Fritz zurück zu der kleinen Wachgruppe. Mit 3 leeren LKW und einem SPW machten wir uns auf den Weg und fuhren los. Als wir endlich angekommen waren, bot sich uns ein furchtbarer Anblick. Alle Lanzer waren tot, nackt ausgezogen und aufs Schlimmste verstümmelt. Ich hatte schon viel gesehen, aber das war unbeschreiblich. Alles an Vorräten, Waffen, Munition und Uniform war weg. Partisanen können das nur gewesen sein. Sicherlich wurden die in der Nacht überrumpelt und hatten keine Möglichkeit, sich da herauszukämpfen. Ich schwor mir, dass ich mich nie von Partisanen gefangen nehmen lassen würde. Dann lieber eine Kugel in den Kopf, als zu Tode gefoltert werden. Auch Fritz fand keine Worte. Uns blieb nichts mehr zu tun, als die Toten zu bestatten und uns auf den Rückweg zu machen, bevor wir noch unter dem Messer dieser Barbaren unser Ende finden würden. Die Fahrt zum Lager war dann sehr still. Keiner sprach ein Wort. Ich versuchte nicht daran zu denken, aber immer wieder kamen einem die Bilder vor Augen. Zurück im Lager war an Schlaf nicht zu denken.